Ich glaube sogar, Miss, dass ich etwas Wichtiges entdeckt habe. Ja, Ernest, was ist es denn? Schau mal hier, in dieser Marionette gibt es eine Art Apparat. Was? Die mechanische Marionette? Ja, da ist was. Das hast du ziemlich gut erschnüffelt, Schnabelstreifen. Schnabelstreifen. Ich dachte mir auch schon, dass die Bewegungen der Puppe irgendwie manisch wirkten, wisst ihr? Ja, das würde erklären, wie die Marionette sich bewegen konnte, ohne dass jemand sie berührt. Wehe, ihr tut es. Wehe. Oh. Das ist okay. Der Spruch. Ja. Es handelt sich also um eine Aufzimmerpuppe. Ich weiß wirklich nicht, was all die Aufregung hier soll. Warum haben die Leute sich denn von diesem kindischen Streichen Angst einjagen lassen? Sagt die Frau, die sich eben gerade noch hinter einem Sessel versteckt hatte. Was ist denn mit ihrem Hund los, Catchwear? Warum bellt er denn mich immer so an? Tja, er mag sie. Es sind nur noch 3 von den großen Geschichten vom Tieranwesen übrig. Die nächste war, Der klamme Keller, Miss. Wir müssen uns wohl einen Weg nach unten suchen. Einen Keller, Sire? Ich arbeite schon seit einer beträchtlichen Anzahl von Jahren hier im Teeranwesen. Aber noch nie hat jemand mir gegenüber einen Keller erwähnt, Sire. Noch habe ich Hinweise auf einen selbigen gesehen. Vor allem nicht da drüben, die Treppe runter. Hätte auch nicht gedacht, dass uns das alte Glotzauge da unten darunter lässt. Anscheinend müssen wir den Eingang wohl selbst aufspüren. Man kann davon ausgehen, dass er schwierig zu finden sein wird. Der klamme Keller ist sicher nicht im täglichen Gebrauch. Das wird ein Spaß werden. Kommt mit, wir fangen mit der Suche an. Klick, 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 klick. Da baut sie ihre Puppe. Bling. Die manische Marionette. Und keiner hat mechanische Marionette. Oder? Nein. Eine Geschichte, die Oma Enigma über 3 Ecken gehört hat. Angeblich gibt es eine Marionette im Teerhaus, die sich von selbst bewegt und gruselig lacht. So, dann würde ich sagen, irgendwo da im Kamin. Ah! Ein Rätsel! Das wäre jetzt ein bisschen offensichtlich. Ich hab gedacht, Bücherschrank, ein Buch rausziehen und dann Kellertür. Nö, ach, gleich Kamin. Booster? Wird dieser Kamin nicht verwendet? In der Tat, Mann, weil es dazu beiträgt, Heizkosten zu sparen. Bisher sagte mir, sie findet es am gemütlichsten, wenn ein gewisser Klammerhauch in der Luft liegt, wie in ihrem klammen Keller. Ich verstehe. Ein unbenutzter Kamin. Der ideale Ort, um Geheimnisse zu verstecken, würde ich sagen. Das würde ich auch. Ich hatte es nur noch nicht ausgesprochen. Nehmen Sie mir nicht immer die Worte aus dem Mund. Ja, genau. Also ehrlich gesagt, ich hatte ja auch immer die ganzen Rätsel eigentlich vor dir. Ich hatte sie nur noch nicht gelöst. So einfach ist das. Ich glaube, wir sollten mal weitermachen. Ist klar. Ach wirklich, dachten Sie das auch, Emiliane? Natürlich gibt es bei einem Anwesen von einer derart beträchtlichen Größe auch 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder Zimmer, die unbenutzt sind. 3 oder 4? Und ich kriege nicht mal eine Hundehütte. Der verstorbene Mr. Tear hatte sogar einmal eine sehr interessante Knobelaufgabe bezüglich eines verschlossenen Zimmers. Jo, dann. Wieder einen. Aber diesmal gewinne ich. Nein. Doch. Nein. Doch. Der verschlossene Raum. Diesen abgeschlossenen Raum betritt nie jemand. Jetzt ist jedoch 1 Jahr vergangen und offenbar hat sich etwas im Raum verändert. Was nur? Schiebe den Kreis über das Element, das sich deiner Meinung nach verändert hat. Okay. Verdammt,
Ich hab gedacht, nur das macht Sinn. Du musst den Kreis drauf schieben. Das sollte reichen, denke ich. Ja. Nee, das macht keinen Sinn. So, im Nachhinein, ja. Fand's Sinn. Also, ich hätte ja eher... Ich hätte nach was anderem gesucht. Von mir aus schon. Was verändert sich noch innerhalb eines Jahres? Wenn da eine Pflanze wäre, wäre es ja einfach. Was sich denn sonst verändert haben? Ja. Oh. Manche Sachen sind so klein, ich erkenne das gar nicht. Was ist denn? Wenn du etwas nicht erkennst, kann ich es dir sagen. Also wir haben hier auf jeden Fall dieses Teil, was schon mal nicht ist. Wir haben das Klavier, das wird generell wahrscheinlich sich nicht verändert haben. Was ist dieses Teil da unten? Spielzeug? Ja, denke ich mal. So eine Stoffmaus. Koffer? Also ich sehe hier ein Bild von einer Pflanze, aber das wird sich auch nicht geändert haben. Rätsel Nummer 100. Warum niemals jemand wieder etwas von Exito nach diesen Stream gehört hat? Man kann den Kreis übrigens auch ganz woanders hinschieben. Schlüssel? 43 zu 42. Go, Winty! Dankeschön. Es hat sich offenbar etwas verändert. Was nur? Der Rahmen. Nee, jetzt ernsthaft, was soll sich denn da verändern? Es ist im Bild. Es ist im Bild, okay. Also ich glaube nicht, dass es mit dem Hut zu tun hat. Ich glaube auch nicht, dass es mit dieser komischen Kette da zu tun hat. Das Wasser? Aber ich meine, was soll denn über ein Jahr mit Wasser passieren? Wasser ist ja nur Wasser. Ich sehe da ganz viele Spinnenweben, aber das Problem ist, da sind mehrere. Das heißt, ich kann die nicht auf... Also ich kann den Kreis nicht auf ein Objekt davon schieben und die anderen einfach außen vor lassen. Ich fand's lustig, dass wir beide erstmal auf die Sanduhr gegangen sind, glaube ich. Also ich hätte jetzt gesagt, der hier ein Spinnenweben oder sowas. Also der überall Spinnenweben. Ja, eben. Wie gesagt, deswegen kann das ja auch nicht sein. Aber das ist das, was sich verändert hat. Das wäre gemein, das nicht als... Also, hier geht noch einer bis nach unten, aber... Das sind vielleicht auch einfach nur Bildspuren. Aber trotzdem entstehen da ja Spinnenweben wahrscheinlich. Der Ball da, nee, das Buch. Was verändert sich denn bitte über ein Jahr? Also, es muss ja etwas sein, was dafür prädestiniert ist, sich zu verändern. Ich sehe auch keine andere Art von Uhr, die stehen geblieben sein könnte. Außer einer Sanduhr, die ja auch irgendwo dann stehen bleibt, aber... Na, ich habe gedacht, man hat den Raum vielleicht abgeschlossen. Am Anfang habe ich gedacht, man hat den Raum abgeschlossen mit der Sanduhr, die noch läuft. Nach einem Jahr ist halt die Sanduhr auf jeden Fall betroffen. Das wäre zum Beispiel... Ja, eben, aber... Das habe ich halt am Anfang gedacht. Nie betritt jemand diesen Raum, aber... Aber was soll denn sonst sein? Was ist denn das hier eigentlich? So ein Ding ist dafür, Klavier. Ding. Ein Metronom. Ding. Ja, jetzt ist die Frage, das Ding könnte ja theoretisch auch stehen bleiben, aber wer sagt, dass das jemals an war? Das ist ja diese Kette, die hängt da so runter, aber sieht mir auch nicht danach aus, als ob das... Und wie gesagt, das Wasser, das ist nur Wasser. Das kann doch nicht... Ich werde das jetzt nicht versuchen, nur weil ich jetzt denke, es könnte sein. Sondern ich will wissen, was ist in diesem Raum wirklich, was verändert sich denn da bitte? Gibt es irgendein Objekt, das ich übersehen habe? Die Tapete? Die... Ich kann das auch nicht hochschieben zu dem Typen da. Das ist also... Nee, den Tipp gebe ich nicht.
Und das ist auch unlustig gerade, weil das ist so... Also mit meiner Erklärung ist es auch ein bisschen gemein. Hm. Ich weiß nicht, ob meine Erklärung jetzt richtig ist, warum es das ist. Hm. Weil ich sehe den Lösungstext noch nicht. Hm. Aber es klang für mich nach längerem Überlegen das plausibelste so ein... Ja, aber plausibelste, ey, ganz ehrlich, dann mag ich das Rätsel nicht, wenn das... Ja, also ich mag das Rätsel auch nicht, aber... Gut, dann das ist schön, dass wir uns da einig sind. Da bin ich ja froh. Dann würde ich immer noch zu dem Wasser oder dem Metronom tendieren, weil was anderes finde ich in diesem Raum nicht, was sich so großartig verändern kann. Ich esse in der Zeit noch einen Schokobon. Ja. Naja, logisch wäre, dass ein bisschen was von dem Wasser verdunstet wäre. Meine Erklärung? Okay, bevor wir auf den Lösungsbild sind. Meine Erklärung war? Das ist doof. Meine Erklärung war? Es ist oben undicht. Und deswegen durch den Regen und Schnee tropft es da durch. Das Ding war also am Anfang zum Beispiel leer, oder wie? Ja, oder nur ganz wenig drin, weil man es da runtergestellt hatte, falls es tropft. Das wäre eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite, ich denke, wenn da Wasser drin ist, das würde auch über einen gewissen Zeitraum vielleicht, je nach Temperaturen, wenn es ganz heiß ist und kein Wasser tropft, dass es dann auch mal sich im Raum als Luftfeuchtigkeit verteilen würde. Ja, das kann auch sein. Ja, verdunstet. Verdunstet, okay. Ich habe gedacht, es ist da oben, dass da irgendwie nur eine dichte Stelle ist und deswegen. Wer überhaupt Wasser in den Raum gestellt hat, den eigentlich niemand betritt, frage ich mich auch. Ich finde, das Rätsel war doof. Aber meine Erklärung war auch, musst du sagen. Genau, also man kann's auch so sehen, ja. Ich habe halt gedacht, das ist mit der Zeit halt undicht oben geworden und dann hat sich halt in der Karaffe Wasser gefüllt. Mhm. Oh, kennst du Tom Jung? Ja. Ich auch nicht. Aber der ist hier. Das ist so ein Rezept. Achso, ich dachte, das ist ein Name. Nein. Vielleicht gibt's ja jemanden, der so heißt. Ich google mal. Nein, dann kommt nur das Essen. Na, okay. Eine wirklich außerordentliche Leistung. Das ist ein durchaus anspruchsvolles Rätsel. Nun, jedes Rätsel hat eine Lösung. Booster. Ja, aber diese Lösung fand ich blöd. Die Lösung fand ich auch doof. Ja. Also dann hätte man auch sagen können, ja, das Metronom, weil dann irgendwie die Batterie leer gegangen ist. Oder man könnte sagen, einfach die Sanduhr, weil die irgendjemand... Vorher halt umgedreht hatte. Ja. Und die hält 5 Minuten, aber nach 2 Minuten war das schon abgeschlossen. Ja, eben. Ja. Genau wie jedes Mysterium eine Erklärung hat. Hm. Schauen Sie sich den Kamin an. Ein Durchgang hat sich geöffnet, der unter die Erde führt. Hä? Und das ohne Buch, Mensch. Eins, mir fehlt nur noch eins. In der Tat, Ma'am, äußerst unerfreulich. Das sieht aus wie unser Weg zum klammen Keller. Wollen wir mal sehen, was da unten ist? Hoffentlich kein Rätsel, denn sonst ziehst du noch mit mir gleich auf. Ja! Wäre eine Laterne vielleicht hilfreich für Sie, Ma'am? Ich trage stets eine am Mann, wenn ich nachts auf dem Gelände patrouilliere. Vielen Dank, Booster. Sollen wir dann Emiliana? Oh nee. Was? Was? Das ist der letzte Satz im Chat. Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Und? Das ist ein Lied. Oh. Werden die jetzt mit G oder mit N geschrieben? Santiago oder? Ich weiß es nicht, aber. Santiago-Dingsbums. Aber die Frau von meinem Vater liebt diese Band. Ja. Hm. Die haben Bärte. Oh Gott. Ja, so geht das eigentlich. Entschuldigung. Ja. Da drüben meinen Sie? Ja, da. Natürlich. Wir können ja nicht von hier aus den Keller ermitteln, oder? Santiano mit N, okay.
Wenn Sie Angst haben, können Sie ja hier warten bei Booster. Nur, Sie beide. Oh, ja! Damals.